Oh. Knives connecten gegen Demon Warren und sogar gegen Boostkopf zu bekommen. Klatsch. 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 Wichtig, Junge. Wichtig. Boah, fette Runde, Mann, von dieser. Be back, Chat. Wette ist jetzt zu. Slop close onto the heaven angle. Jogamo does not win his fight out. Demon One brought down. Wie gesagt, FPX Weltklasse. Sie bleiben eingesetzt werden. Das ist auch ein Astra-Stern, den man wirklich respektiert. Will keinen Ärger bekommen mit Rito, deswegen Deutsch. Heißt auch hier wieder Überleben als Omen. Lockdown kommt dazu. Währenddessen Vine geklärt. Es ist das Eco-Play. Knife-Stern gezogen. Genau dann kommt der Null-Command entgegen von Ethan, ist sogar Snipe gewesen, können sie also aussitzen. Konterflash, wow. Super, Ethan mit dem Frag, flasht ihn nochmal raus. Sieht der Spieler einer lang noch drin stehen, viel Chaos auf dem Spot, aber leuchten einige. Ein wunderbares Timing von Com mit dem Frag. Wow, krass. Ein Shutdown Deluxe. Insane, verteidigung zeigt. Operator in der Mitte, erfolgreich. Und er will den nächsten Peak nehmen. What? Der Flick. Demon One. Low HP, dann nochmal ein Updraft, piekt die Mitte hoch. Jetzt wollen sie FunPlus Phoenix gar nicht mehr mitspielen lassen. Und das ist genau der Demon One, der so bekannt geworden ist. Zuckerschutz. 1337 Subs, Erination. Das war einer davon. Das Crosshair Placement. Kannst du mir den schicken? Position gewesen. Jetzt hier erst nochmal. Jetzt hier in die Kante rein. Das ist sowas von frech. Burning Damage down. Das ist halt, wenn du Half-Sheets kaufst, bist du auch nach einem Bang. Ja, aber es war kein Bang, der wäre ja angezeigt worden, ey. Blau, das Blau, macht's mir ja auch schon. Bis auf den Schaden gegen Demon One. Der kann damit hat FunPlus Phoenix keinen Gegner. I have no clue. Hält sich wirklich wacker im Spiel, ist sehr gut dran aktuell. Ja, aber trotzdem zu erkennen, dass halt EG eher den Takt angibt. Aber FPX schafft das gerade immer wieder. Ja, sehen wir nochmal den Schuss durch die Beine hindurch. Ja, das ist ein Kasten, ganz klar. Und FBX schafft es gerade immer wieder, diese kleinen Lücken, diese Timings zu finden, um EG zu überraschen. Ernsthaft jetzt oder was? Vielleicht auch hier und da. Hören Sie. Jetzt so auf keine Trollbasis. Zu viel will das wirklich machen. Wird. Aber nach wie vor bleibt es knapp. Oh. Knives. Connecten gegen Demon One und sogar gegen Busio. Oh, mit dem Mitte-Fight geht's. Gegen die Evil Genius ist auch von ihrem Setup Heavy Play eher weg, wollen eher Pick setzen. Und FunPlus Phoenix. Aber weiß Jellybean, aber eigentlich ist es doch auf Attack-Geile, oder die nicht? Favoriten, die sie plus Phoenix. Weil ich meine, wenn du einen Omen auf Cent hast, hast du eigentlich schon so einen Infinite Smoker. Dann halt doch lieber ein KO halt, oder nicht? Ja, und ich weiß, was jetzt ein Flash ist oder nicht, weil es eine Vandal, die einzige. Weil KO auf Cent auch so stark ist. Wenn das Duell gewonnen wird. Durchatmen bei FunPlus Phoenix. Sofort die Seeker raus. Sie wollen bis jetzt. Mal gucken, was da passiert auf Attack. Und wissen damit vom Spieler einer Lage. Aber Jogamo will das Duell eingehen. Hat keine Unterstützung dabei. Waffenspitze gesehen. Momentan. Also, ich habe mit Kenny vorhin geredet. Die Classic hier vorne sorgt für Verwirrung. Demon ich habe Kenny vorhin gefragt. Im Spiel vorne EG. Ethan bleibt und Kenny hat gesagt, momentan nur er. Ein Überlebenskünstler, aber die wird nicht mehr lange halten. Und er kommt sogar durch, setzt hier den ersten Frag wieder. Oh, Shorty. Richtig gelesen. Noch ein Shorty-Kill. Kann kaum noch anrichten. Hat nur eine oh, noch ein Shorty-Kill. In der Hand, liegt sich hier sehr, sehr weit davon. Die Arcane Sheriff, die jetzt hier scheppern soll, die soll nicht nur gut aussehen, sondern auch viel Schaden machen. Shock Dart kommt hier raus, warte. Aber der Schaden wird in die Night Eye mit dem Kill. Wissen muss doch niemand der gerade. Operator zerschießt erstmal Timmy the Turret. Kriegt zwar den Kill, aber Berlin ebenfalls. Oh, sehr stark. Kommt mit der Hunter Stewie für die Überzeugung. Kill und sorgt. Noch ein 80er. Und so EG mit Vorteil in dieser wichtigen. Ich bin mal gespannt, wann Tryouts losgehen. Ja, FunPlus Phoenix. Die bei. In die nächste Halbzeit. Aber laufen Gefahr, im Short Setup von Boostio zu geraten. Von Yuiko haben wir bisher gut gefallen. Seeker gespielt, vielleicht sogar Cosmic Divide in dieser letzten Runde für FunPlus Phoenix execute. Aktuell ist man da vorbei.
zerstört. Die Kubasova ist. Geht noch auf, aber die Spieler sind durch. Busio in den eigenen Nano-Swarm rein und deswegen der Frag auf die Operator, aber kein Follow-up. Unterm Spot, unterm Evan sitzt noch Jogomo, aber der hat sich gerade verraten. 25 Sekunden und er schafft es, den Frag Viewcode zu bekommen. TCH, letzter Spieler, Omen TP aus Underheaven. Klatsch. OT-Flash abbekommen, one on one. Für TCH. Oh, schade, Alter. Rettet EG noch diese Runde, 6-6 zur Halbzeit. Hier Flash mit Dragon Bolt. Nichts Alex, zerstört, tschüss. Mitten auf dem Spot. Nichts außer das Turret. Und direkt der Frag auf Yuriko, aber Ai mit der Klasse. Geiler Execute. Schwer, genauso schwer für Lysoa. Auch nicht unbedingt das Duell, das er daneben darf. Muss den Gegner ein bisschen rankommen lassen. 4 gegen 2 Überzahlsituationen nach ja, Textbook Execute. Was machen wir, Mero? Ich bin so null der im Rettungswagen, aber gecrashed. Hä? Und damit TCH. Null der Fotomacher. Sofort down. Für EG in der zweiten Halbzeit. Erschreckt wie so ein kleines Mädchen. Nur so an die Mitte, aber es wird unten gelurkt. Und da sagt komm. Zwei für ihn. Ethan hilft mit. Die Tür war zwar zu, aber da war noch einer am Markt. Perfekter Bait. Eigentlich in zweifacher Hinsicht. Und ja, damit. TCH, letzter, geht zu Boden. Flawless Second Round für EG und ab geht's. Track gewesen, gebe ich. Fnatic gewinnt. Also wird ja nur noch 40 Sekunden keinen Raum zu haben und da wird Yuriko eiskalt gepanicht. Ethan mit dem Flick. Das ist so eine kleine Eco. Oh, Navi macht das auf gar keinen Fall safe. Das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel, Navi gegen DX. Muss aber überlegen, dass Navi schon sehr lange nicht mehr gegen DX gespielt hat, ne? Erstmal gespart. Man hat schon mal die Überzahl, aber geht vielleicht auf B. Ja, hat Larry geschrieben, sie geht ins Bett. Er hat auf jeden Fall vor. Er muss eigentlich erst smoken, dann TP'en. Und dafür braucht er noch ein bisschen Range. Larry hat nicht schlimm, dass es nicht passiert. Gut, Turret hilft da so ein bisschen aus, dass sie nicht weiter handeln können. Und da Probleme für Lysoa. Ultimate hinten durch, aber Böllen ist in der Nähe. Gucken wir gleich. Und er sagt, komm, danke. Boah, was eine fette Ult von Komm, Mann. Ist sowas von effektiv in diesem Spiel. Demon One. In der Mitte noch gecatcht. 3 gegen 2 für die Evil Geniuses. Die Runde Nummer 11 auf ihrem Konto. Guck mal gleich, ob du auch diese Dings hast. Positioning und der Trade von A sorgt fürs 1 gegen 1. Ja, liebe Grüße, aber ganz liebe Grüße. In Main noch nicht bekannt. Man hat die Schulter gesehen. Man weiß, wo er steht. Raffel Ole, mein Bester. Er fragt sich nochmal raus. Eieiei, mit 4 Kills. Ging einfach nur um ihr heißt 3/12. Demon One wieder abgestellt. Der Spike ist immer noch Mitte unten. 50 Sekunden. Boah, EG ist hier gerade mit dem Navi-Syndrom unterwegs. Oh, boah, das nervt. Das nervt. Der zweite, der reicht nicht aus. Und Ei auch ebenfalls wieder erfolgreich gewesen. So die Überzahl für FunPlus Phoenix. Jetzt ziehen sie das Tempo an, gehen Richtung Markt nach vorne. Aber da wartet Lysoa. Holt sich den ersten Kill noch 11 HP auf seinem Konto. Joggemau immerhin TCH gefunden. So ein 3 gegen 2 draus gemacht. Man weiß, Lysoa, der ist noch irgendwo auf der Side. Über Market crossen wird schwierig. Paranoia hilft hier zum Überleben und Ethan mit einem wichtigen Kill, um splatten zu können. Oh, wichtig. Fängt auch Yuriko ab und damit das 2 gegen 1. Und Yuriko hat gerade die Knives gezogen. Die sind damit raus. One on one im Markt und er hat nicht, er hat überhaupt nicht damit gerechnet. Er hat Joggen und nicht gerade Zeit gegen den Defender spawnen. Und da. Gegen Alarmbot. Alarmroboter jetzt selbst vor Market platziert. Alles schön, ist gut. Ich fange an. Ich fange langsam schon wieder an, ein bisschen Matsch im Kopf zu werden, Chat. Berlin nur auf den ersten Konter. Geht in die Stone. Thank you, thank all. Jetzt mit der Paranoia will man. Oh, starker Shot. Jetzt trifft er seine Shots. Berlin mit. Das nervt. Sehr, sehr geil. Demon One. GG, das sind die Shots, die wir vermisst haben. Durch die Wand, durch den Headshot. Weiter rein. Der Flick verpasst sein Ziel, aber bekommt eine zweite Chance und die Weiße zu nutzen. One on five für Ei. Und das ist zu viel. Boost die Schock. Und damit 1-0 für die Evil Geniuses hier. Zum Auftakt von Gruppe B. Dann haben sich dann. Like they've taken A control. And that's not bad either. The zero point actually does catch onto A Young. Really makes it feel like there's a lot in A main instead of Art. Demon One kriegt gleich Probleme. Das ist halt so geil bei Jetman. Du hast einen First Contact, du machst deinen Dash an, du kannst doch mal repeaken und einfach Gesicht geben und bist raus mit dem Dash. Uiuiuiui.
Ace, Ace, Demon One, Ace. Bro, du bist im Bingo. Du bist im Bingo. Ach, das Björn, sehr schön. Ayang now opting into just contacting, but Ethan with a jiggle. Ach so, Larry. Too much and yet calls the peak timing together, and the backstab is on its way. There it is. Welches Team ich bin? Ich bin für EG. Very nice pistol round from EG. Ja, aber du will man gar nicht. Habt ihr gemacht, Mel? Habt ihr gezockt oder habt ihr Overwatch Party gemacht? Sieger eben. Oh, das Fragments. Das könnte den Lockdown zerstören. Das heißt, der ist down, die Sieger, die will man jetzt ausnutzen. Man geht auf die Zeit drauf, der Trailblazer, der da helfen soll. Ethan mit Problemen, aber nicht gegen Yui Gorb. Da der erste Kill für ihn, Jogomor kommt ihm zur Hilfe. Das ist der Kill. Oh nein, Waffe leer. Aber Jogomor immerhin mit dem Refrain. Boah, wie ich im Team Deathmatch, ey. Das hätte er eigentlich auch gehabt. Vergessen nachzuladen. Ja, und aber dafür ist Jogomor. Ah, geil, Jogomor. Fängt der Runde. Den sie braucht Busio im B-Connector unten immer eine gute Flash hier vorne. Ja, die Astra ist natürlich da gefangen, keine Chance rauszukommen. Hilton muss noch in der Nähe sein, wenn der Alarmbot auslöst. Coaches sind meistens eher sehr krasse Theoretiker. Für Game Sense. Sie rechnen so ein bisschen, gucken halt, hier vorne steht. Analysieren das Game halt während die jetzt spielen, gucken, wo Lücken sind. Wenn sie viele Runden verlieren, dann gucken sie, wo die Gap ist, was sie dagegen tun können. Überzahlsituation. Wenn sie die Runden gewinnen und die Gegner einen Timeout nehmen, dann überlegt der Coach schon direkt, was eventuell der Gegner jetzt machen will und so. Also die sind schon Coaches sind im Kopf. One setzt simultan den dritten Kill, darf defusen. Was eine Runde hier von Demon One an der Wende. Mit der Operator hätte er das nicht gemacht. Kurz nach dem Play. Es macht Sinn, das ist ein Default Defender Stern und da ist Demon One an der Operator down gegangen. Yuiko, Erfolg. Was für ein deutscher Cast? Project V. Ja. Project VGG 2. Viel gewollt, viel verloren. Die Operator am Boden. Project VGG 2. Und die Entscheidung von EG nach der zweiten Flash vor A. Nehmen sie das zu zweit ein. Perfekter Konter gegen den verlorenen. Weltmeisterschaft, Isabel. Und sie gewinnen das Duell. Und die Worlds quasi. Und auch die Astra nicht gesehen. Die Worlds von League. Was bedeuten würde, sie wissen nur von einem Spieler hier. Aber siehst du, an die Reaktion ist. Wir gehen nochmal rein. Die Flash zu früh. Dann der Swing. Aber sie stehen da zu dritt und Jogomo darf alle drei Kills setzen. Auch hier perfekt gelesen von EG. Ja, sie wissen ganz genau, wo Phoenix hin darf. Boah, ist eine gute Frage, Pluto, aber ich glaube nicht. Der Coach hat nur in Timeouts und in der Halftime Kontakt zu dem Team. Mal wieder vier hier auf dem A-Sport macht er. Jagamo hat übrigens ein fettes Game, ne? Die sechste Runde für 14-2 steht der Kollege einfach. Die Führung zur Halbzeit schon zum Greifen nah nach 7 gespielten Runden. Und sie machen es einfach. Hat ein überfettes Game. Gerade FPX auf ihrem eigenen Map-Pick. Reißt er die Runde rum. Steht hier wichtig, Junge. Hinter die Box Entdeckung wichtig. Auch noch hinterher. Aber wo guckt da Nizao hin? Er guckt einfach nach hinten. Das ist der Kill für Jogomo. Erstmal kein Follow-up. Die Seeker, die kamen zwar durch, aber sie selbst nicht. Und da piept Bönsinger. Ein dann mit dem Kill. Und so sind es nur noch Demon One und Ethan. Aber Demon One kommt auch mit dazu. Die letzten 30 Sekunden. Ganz ab, das wird automatisch gelöscht. Oder? Sorry. Ja, und Ethan denkt sich, ey Leute, ich mach weil gar da oftmals. Er chillt es nur, aber es kann sein, dass er getimed wird. Da kommt die Flash und der die kam ein Ticket zu weit. Ganz schwer, die gut zu werfen. Noch also ein Flash, Headshot und der nächste Kill. Das ist aktuelle. 7:1 im Oder Wikipedia, sie fatale Fehler machen. Das ist aktuelle Turnier. Gibt's immer jemanden, der es noch rettet? Also da super schwer, ja, ich weiß. Ich meine, du hast den Reverse-Sweep, der fast aufgeht. Ich und dann weiß. Es ist wirklich crazy gewesen. Ich hab nichts geschrieben nach dem Restop. Gänsehaut, direkt Gänsehaut, wenn man drüber redet. Ja, aber jetzt erstmal rein in die Runde hier von FunPlus Phoenix Spikeland. Da kann man nichts gegen machen, aber sofort der Cosmic Divide mit dem Defender Lockdown. Da wird man noch die Tank. Oh mein Gott. Aber nicht allzu schlimm. Und komm, der kommt hier von hinten. Der Nee. Muss Shot. Ja, halt das. Der Live-Gamer. Der Live-Gamer. Gegen den Live-Gamer keine Chance. Im Jogomor alleine. Und er verliert. Schade. Ei. Zur Stelle, aber ich weiß, warum du dachtest. Ei wäre alleine. Denn. Bisschen kontrollierter und er ist super effektiv. Hier geht man zurück. Sehr schöner Arrow. Der sollte doch gut aufdecken. Aber es kommt die Smoke und Lysor war durch.
Das ist für Demon One aber die Gelegenheit, über die Smoke drüber zu bleiben. Wenn Mero das Portemonnaie aufmacht, dann muss ich auf jeden Fall Minimum eine Map machen. Der Schuss ging daneben, immer noch vier Knives übrig. Wenn Mero Portemonnaie aufmacht, dann muss ich auf jeden Fall eine Map machen, Minimum. Und da kriegt er noch, bevor der Lockdown raus ist, den Frag gegen den Spieler Naht. 3 gegen 4 aus Sicht von Fight Plus Phoenix. Damit sind eigenen Cosmic Device im Spiel. Yuriko, Trade und Jogemo. Die Knives von Demon One kommen zum dritten Mal an Tour und Demon One. Demon One natürlich. Bingo, vor, Bingo. Eh keine Smoke mehr. Die ziehen die Hälfte durch und mit dem Stun kann man natürlich nichts machen. Boah, fette Runde, Mann, von Nissau. Mit dem One und Two Clutch. Das ist von EG kommt noch, ne? Da kann der Gegner natürlich auch reden. Das wäre ja dumm, wenn es bei EG läuft. Guter Schock da. Ein Timeout zu nehmen, um der Apex die Chance zu geben, sich nochmal irgendwie zu reden. Gutes Timing und der Frag. Gegen Demon One, wunderbare Paranoia aus Art heraus. Yuriko hat währenddessen an der Lange noch mitgeholfen. Da verlieren die beiden Spieler. Ivan hat keine Chance. Und damit droppt auch der Spike in die Mitte. Das Timing für diesen Mittezugriff von FunPlus Phoenix absolut perfekt gewesen. Ja, das Timeout sofort gefruchtet. Ja, theoretisch. Ja, das ist die Bonus von EG. Das heißt, die Dagemo, Runde 25 sind drin. Schlimm, aber umso und Knochenregel ist auch drin. Phoenix. Oh. Der geht aufs Knife. Oh mein Gott. Knife. Safe Call. Ob er noch andere Leute sieht. Oh, er geht und doch auf Knife. Wie Schlitz. Also, ich meine, die Bonusrunde. Ah, Mann, einfach nur für die Leute vor Ort, ey. Einfach nochmal, um kurz zu zeigen. Ey, ich bin hinter dir. Beiden Seiten, die Flash, die jetzt Demon One entgegengeworfen wird. Der geht sofort weit rein. Wrecking Ball, der ihm da supportet. Und Yui Kod, der hat vielleicht gar nicht mitbekommen, wir gucken, dass der schon komplett gecrossed ist. Ah, wird nochmal angezielt. Das Timing von Demon One wäre perfekt gewesen, wenn er da piekt. Aber die Drohne jetzt. Wait. Da. Brok in der Mitte. Boah. Probleme für Burner, die Flash mit dem perfekten Timing. Ei. Er holt auch. Vom Stun getroffen. Jetzt will TCH in die Mitte mit dazu. Das Ganze wird abgeändert. Trotzdem der erste, der Doppelkill für TCH und damit wieder die Überzahl für FunPlus Phoenix. Und der Spike in der Mitte down. Oh, er holt, als sie runtergepusht sind für Dings. Also, man für, könnte den Lockdown spielen, aber der ist noch nicht so gut. Killjolt. Der Push über Shops. Das ist der 24-Stunden-Stream. Bisschen viel gewollt mit der Rotation, um ehrlich zu sein. Der Spike aber natürlich noch down, wenn niemand die Tank wurde. Kombi, Mel. Das Timing hier auf jeden Fall sehr viel besser für FunPlus Phoenix. Nur Jogemo hat sich durchgearbeitet. Er kann ansagen, dass der B-Connector frei ist. Der Spike liegt nur eher vor Art, deswegen werden da schon mal Sterne vorbereitet. Ich weiß nicht, ob der wirklich auf jetzt den die 12. Runde sollte. Dann 13, jetzt 8. Können sie langsam in die Mitte reinarbeiten, aber es sind nur noch 30 Sekunden. Und Lyso hat ein Ultra-Timing. Der Blick nach hinten ist da, trotzdem Lysor gewinnt das Duell. Das Spike ist inzwischen recovered. 2-on-2. Und sie müssen eigentlich hier vorne rein, aber solo gepiekt. One-on-one. Verliert allerdings kein AP und er muss richtig Gas geben. Nimmt den Dash mit fürs bessere Timing. Instant Plant. Gut auch für den B-Connector. Geht Matrose, Günther. Er hat eine Flash. Oh nein. Hat er wohl gehört. Demon One. Flash ist drin. Und er kommt nochmal raus, aber hat einen Hit kassiert. Repeak. Einmal drop the fake mit dem Schuss. Mann. Und es ist so die 12. Runde für EG. Das ist dann aber noch. Aber Wahnsinn, wie gut FPX hier mitgespielt hat, wie gut sie war gut den von predicted haben. Was los? Und so was eine dritte Ult, Mann. Der Sniper. Er macht wirklich legit immer Minimum einen. Von Burley, die sind nur in der Smoke drin, jetzt sind quasi hinter ihnen. Der Sova kommt hinterher, hat es gut gesehen, er muss auf jeden Fall auf den Doppelkill gehen. Nein, er wird revealed, Mann, ist das ärgerlich. Das könnte der Moment sein, in dem die Evil Geniuses dieses Match beenden. Ey, ist das ärgerlich, dass er da revealed wird. Werden beide FPX-Spieler versuchen, diese Map noch ein bisschen am Leben zu halten. Na, Yui Korn, Lysoa, die letzten. Ich glaub, das wird nichts mit Knochenregel. Der Hoffnungsschimmer von FunPlus Phoenix, um mich ins Lower Bracket geschickt zu werden. GG. Okay, krass.